Wir sehen hier die Präsidentin der Deutschen Esperanto-Jugend, Annika. Hallo. Und den zauberhaften Paul. Seines Zeichens Vertreter der Deutschen Esperanto-Jugend im DEW. Ihr seid seit gestern Morgen hier, habe ich schon mitbekommen, hier im Büro. Und wie man sieht, es sieht aus nach Arbeit. Was macht ihr denn hier gerade? Wir sind gerade dabei, diese ganzen Akten alle einzuscannen. Oh wow. Ja, in Computer mit diesem Scanner. Ja. Das haben wir gestern den ganzen Tag gemacht und heute den ganzen Vormittag und haben dann angefangen, unsere Vorstandssitzung zu machen. Ah, und wie weit seid ihr gekommen mit dem Scannen? Wir sind schon bei Ordner Nummer 25 in den 60er Jahren. Wow. Und neue Erkenntnisse? Ja, also die Hubsistol damals waren schon unglaublich cool. Ja. Ich finde, das ist ein Artikel in der nächsten Kune wahrscheinlich wert, was die Hubsistol sind, oder? Ja, natürlich. Also wer die nächste Kune liest, der kann viel über die Hubsistol erfahren. Und die Hubsuloi und die Hubsanoi. Ich bin gespannt. Ich wundere mich ein bisschen, warum liegt denn da das Fundamento auf dem Beamer? Das ist unsere kleine Nebenbeschäftigung. Wir haben herausgefunden, dass das Fundamento für jede Situation und Lebenslage und Person eine richtige Losung bereithält. Ich bin jetzt mal gespannt. Für jede Person. Okay, Annika, was hast du denn für eine Losung? Wo war meine Losung denn nochmal? Aha. Dann ist es dumm gelaufen. Sie haben sie vergessen, ja. Aber vielleicht deine Losung wissen? Ja, vielleicht für mich. Ja, ich wollte nicht mich in den Vordergrund stellen, aber gut. Dann bin ich mal gespannt. Das meine Losung. Besser, die haben wir nämlich schon rausgesucht. Die habt ihr rausgesucht, okay. Das dann wäre Abschnitt 18, Satz 4. Ne scribo amitia in longa in letteroin. Das finde ich sehr gut. Ich erwarte wieder Post von euch. Okay, gut. Ihr schafft den 30. Ordner oder was schätzt ihr? Wie weit kommt ihr bis Sonntag? Schätzen wir schon, ja. Ja, den 30. schaffen wir auf jeden Fall. Okay, dann die Wette gilt. Mal gucken. Wenn ihr das schafft, dann überlege ich mir was für euch. Oh. Vielleicht die nächsten 10 Ordner schon mal vorbereiten. Das angeboten. Mal sehen, das überlegen wir uns auch in Ruhe. Also, dann wie lange geht es heute noch? Ach so, heute noch, na, bis wir fertig sind. Fertig mit den Nerven, alles klar. Völlig fertig. Okay, dann geht's gleich weiter mit der Vorstandssitzung, oder? Ja. Alles klar, viel Spaß. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss.